Hallo, meine lieben tarotischen Freunde, und willkommen zu einem neuen Astrono- oder tarotischen Video. Heute mit einem neuen Deck, was wir vorstellen, nämlich dem Transparent Tarot. Ja, so neu ist das Deck gar nicht. Das Deck gibt es schon so an die 10 Jahre. Es wurde von der Engländerin Emily Carding kreiert, die auch Schauspielerin ist. Aber es gab es lange nicht auf dem Markt und ist jetzt endlich wieder aufgelegt. Ich habe die Neuauflage nicht, aber ich habe die ältere Auflage und die stellen wir euch jetzt einfach mal vor. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie die neue genau aussieht, aber ich denke, sie wird nicht so viel anders sein als die, die wir euch heute zeigen. Am Karton sieht man direkt, warte, ich will nicht so viel von den Karten spoilern. Okay. Am Karton sieht man direkt hier, wie viele Karten und so es hat. Das stimmt. Das finde ich praktisch, da musst du nicht alle durchziehen. Ja. Es hat, falsche Seite, 78 Karten. Aber das haben wir ja gelernt, ne, Ja. Timmy, dass Tarot 78 Karten hat, ganz Mit genau. welchen, sage ich jetzt mal, Teilen, also Kannst du dich noch erinnern, wie Tarot aufgebaut ist? Wir hatten da so komische Symbole drauf, weißt du noch? Kelche, die Schwerter, die so. Stäbe, die Münzen, ne? Das alles ist da mit dabei. Genau. Also der Karton ist erstmal ziemlich sperrig und groß, Und auch sehr ne? Ja, also plastik. nicht, es ist halt ein älteres Es Deck. passt. Es passt zum Tarot. Gesundheit. Transparent. Ja, es ist ein transparenter Deckel, aber was wirklich cool ist, ist dieses sehr dicke Buch, was dem Tarot beigelegt ist, ne? Es Das ist ist sogar wie ein normales Buch und verhält sich gut. genau, es ist vollgepackt mit Informationen über dieses Deck, sehr schönen Interpretationen auch, also 280 Seiten. ist eine wirklich gute Stütze, wenn man einsteigen will, wobei man bei diesem Deck ja wirklich, also da sollte man kein Anfänger für sein, für dieses Deck aus meiner Sicht. Hier Emily Carding, ist natürlich auch etwas älter geworden in der Zwischenzeit, aber eine sehr charmante, nette Frau, die ich mal auf einer Konferenz des Englischen Astrologverbandes kennengelernt habe und die wirklich was drauf hat. Ja. Bevor wir die Karten vorstellen, Ja. will ich noch was zeigen. Okay. Das hier ist zum Tarot dazugelegt. Das ist so eine Legedecke. Aha, kannst du dir vorstellen, warum wir eine weiße Legedecke haben? Weil es sonst zu transparent wäre. Genau, ne, wir haben. Franz, hör bitte auf. Wir haben eine weiße Decke, weil die Karten ja transparent sind, ne? Und wenn wir die auf die weiße Decke legen, vielleicht können wir es einmal vormachen mit einer Karte, ne? Dann kann man das viel besser erkennen, als wenn man nicht diese Decke hat, ne? Dann ist es das viel schwieriger zu erkennen. Vor allem im Video. Genau. Genau. Und deswegen werden wir mal hier um den Franz heute mal die weiße Decke machen, damit wir die Karten uns besser anschauen können. Ja, holen wir doch einfach mal ein paar Karten raus, jeder, und schauen uns die an, was wir darauf sehen, ne? Genau, vorsichtig Das umkippen. ist unpraktisch gemacht, finde ich. Ja, die Kiste ist nicht so das Praktischste, finde ich auch. Aber das ist halt, wie es designt ist. Also, wenn man guckt, dann sieht man, dass auf diesen Karten immer nur einzelne kleine Symbole zu erkennen sind. Ich habe hier einen Schmetterling, der. Wenn man das Licht noch heller machen würde, würde man dann die Karten noch sehen? Ich glaube, das ist nicht so gut, Doch, dann oder? sieht man die Karten besser. Findest du? Ja. Okay, dann machen wir das so. Sie sind auch. Also hier sieht man definitiv eine Karte, die Tarot-Leute auch Die erkennen, kenne ne? ich. Das ist da, wo diese eine so liegt. Nee, das sind nicht die 10 der Schwerter, sondern es sind die 6 Schwerter. Da rudert gerade ein Schiff von einem Ufer zum anderen. Und dieses Schiff kann man auch richtig gut erkennen auf den Karten. Ne? Dann habe ich hier einen Schmetterling. Timmy, was hast du denn da zum Beispiel? Ein Feder und so ein Tintenfass heißt es, glaube ich. Aha. Tinten. Ja, genau, ein Tintenfass, wie bei Struwwelpeter, ne?
Und ich weiß aber auch nicht genau, das müsste das Ass der Schwerter sein, könnte ich mir vorstellen. Ich muss gestehen, dass ich die Karten nicht perfekt kenne. Hier haben wir eine 1, 2, 3, eine 9 der Münzen. Eine Frau, die sich bequem hingelegt hat. Einige Karten erkennt man sofort, andere erkennt man nicht sofort. Und wie man sehen kann, manche nehmen den Mittelraum einer Karte ein, andere sind nur so an den Rand gepinselt und Und manche liegen eher unten. Spielkarte. Ja, eine gute Qualität, ne? Und könnt ihr euch vorstellen, warum das so ist, dass manche oben und manche unten zu finden sind bei diesen Karten? Damit es schwerer ist, alle. Damit, wenn man die so legt, dass man nicht gucken kann, ah, das ist jetzt die und die Karte. Nee, es ist noch ein bisschen anders. Nämlich, was man bei diesem Deck macht, ist, man legt die Karten nicht so nebeneinander nur. Das kann man auch machen. Aber der Witz ist, Man wenn legt man sie die aufeinander. Karten gezogen hat, dann schiebt man sie ineinander und neue Bilder entstehen. Ne? Hier haben wir jetzt zum Beispiel, warte mal kurz, da ist mal das Beispiel, den Eremiten zusammen mit der 2 der Kelche. Ne? Und dann kann man sich über dieses Bild, kannst du es sehen, Timmy? Kann man sich Gedanken machen, Eremit und 2 der Kelche, dann ist der Eremit auf einmal nicht mehr einsam, sondern er ist mit von Menschen umgeben. Ne? Und das ist eine sehr schöne Interpretation, wie ich finde. Das hier ist auch ziemlich cool. Ja, was haben wir da? Solche Typen. Du musst es vielleicht in die Kamera zeigen. Das ist cool, aber Ja, so mal so, man kann es auch das näher ist eine ranholen. perfekte Kombination. Ja, also es ist eine sehr kämpferische Kombination. Ne? Man kann dann bei Und man alles. kann halt an den Karten dann erkennen, du hast hier 3 Karten, auch 4 Karten ineinander geschoben. Und Wenn manche man waren das schon nicht, so. ach so, wenn man das nicht sofort erkennt, sieht man immer hier an der Seite eine 5 und einen Stab, 5 der Stäbe, ne, wenn man ein bisschen Schwierigkeiten hat, was zu verstehen. Hier haben wir eine 2 und einen Stab, 2 der Stäbe. Ich dachte bis gerade eben noch, dass diese Karten zusammen wären, aber da habe ich. Und dann waren sie doch nicht zusammen. Genau, die sind nicht zusammengepackt. Ja, also es ist wirklich ein sehr witziges Deck. Vielleicht mischen wir einfach mal. Ich gucke mal, wie das Ich will mit dem machen. Mischen. Lass mal vielleicht den Timmy mischen, der hat heute noch nicht so viel gemacht. Okay. Du mischst jetzt mal. Kannst du mischen? Ja, ich glaube schon. Ne? Und diese Decke wurde auch dafür gemacht, dass wenn man zieht, hinziehen kann. Ja, heute haben wir mal nicht den Franz nur Kopf, sondern den Franz ohne Kopf. Ah, und dir fehlt eine Färber. Okay, ich glaube. Gut, Timmy hat gemischt. Vielleicht machen wir es noch einmal. Also das Mischen ist Am nicht das besten, ja. Leichteste. Die Karten sind ganz schön groß. Das macht das Mischen schwieriger. Ist dir ein Trick beim Kartenmischen, wenn Karten zu groß sind, obwohl Franz das ganz schön macht, ist, dass man die Karten senkrecht hält, ja, und So. genau, mit der Seite mischt, dann kann man sie besser greifen, ganz Team mischt genau. doch, glaube ich, so, oder? Ja, ich habe. Na, ja, also Ich habe. Kartentricks und so, wir haben es gesehen, ne? Du hast immer einen Stapel genommen und drunter gelegt. Das ist ja auch, die sind schwer zu mischen, finde ich, ne? Oder? Ja, Ich ich würde glaube sagen auch, schon. dass die Karten vielleicht gar nicht so sehr zum Mischen geeignet sind, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Legung nicht verstehen, ja, wir haben beispielsweise den Eremiten liegen und die 2 der Kelche und denken, was soll das denn jetzt, ja, dann kann man dieses Deck nehmen, die Karten rausnehmen, zusammenlegen und sich dann von dem Bild nochmal für die Deutung inspirieren lassen. So gehe ich zum Beispiel mit diesem Deck um. Ja. Was jetzt schwer wird, das hier. Genau, jetzt bin ich dafür, dass jede und jeder von uns 2 Karten zieht. Ja? Für die Ferien, denn die Ferien haben gerade in Hamburg angefangen. Was muss ich tun, damit ich mein Spiel bekomme? Was muss ich tun, damit ich mein Ja, Spiel weniger bekomme? drüber reden wäre die Antwort deiner Mutter. Timmy, zieh du mal 2 Karten. Wie komme ich zu meinen Großeltern, die nicht in Deutschland leben? Ja, das ist eine gute Frage. Das wünschen wir dir auch, Ohne dass ich. das gut klappt, Timmy. Ja. Genau. Und ich frage, wie mache ich heute Abend eine besonders schöne Agora mit den Leuten? So. Ich habe voll die lustige Kombination eigentlich. Ja, was hast du denn? Den Regenbogen und die 9 der Schwerter.
Den Regenbogen und die Neun der Schwerter. Was sagt dir das denn so, wenn du das als Bild siehst? Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen hochhalten, damit alle das sehen können. Ich soll an die toten Einhörner beten. Die toten Einhörner? Ja, die wird ja unter Beschuss genommen von den Schwertern. Wieso Einhorn? Wo ist denn dein Einhorn? Wegen ihrem Buckel. Aha, das verstehe ich nicht so ganz. Aber warte, vielleicht können wir noch einmal das so machen, dass wir dieses weiße Tuch nochmal halten. Kannst du es nochmal bei dir halten? Und ich halte es mal näher ran. Kannst du es? Kannst du richtig halten? So halten, genau. Also, was fällt uns zu diesem Bild ein? Wofür steht denn ein Regenbogen? Für die Schönheit der Welt. Und für was noch? Fürs Beten und für Einhörner. Also ein Regenbogen steht zum Beispiel für Träume, ne? Für Wünsche, die man hat. Wenn man einen Regenbogen sieht, dann sagen manche Leute, wünsch dir was. Und manche Leute glauben, dass am Ende eines Regenbogens ein Schatz vergraben ist. Genau. Und am Anfang des Regenbogens ist der Teufel. Vielleicht. Aber auf jeden Fall würde ich zu deiner Frage jetzt sagen, naja, also träum weiter. Aber rechne damit, dass du noch einige Kopfschmerzen haben wirst, bevor du das bekommst. So. Und so kriegst du es sicher gar nicht. Gut, das wäre die Antwort für Franz. So, und was hast du denn? Das ist ja spannend. Kannst du bitte das wieder jetzt machen? Da sehen wir eine Stadt, ne? Und wir sehen auch wieder jemanden, der durchbohrt ist von Schwertern. Also das macht dir ganz schön zu schaffen, ne? Dass du deine Großeltern nicht sehen kannst. Ist das richtig? Ja, das ist wirklich nicht schön. Diese ganzen Quarantäneregelungen sind halt echt schwierig gerade. Aber weißt du, was diese Karte immer sagt? Das ist nämlich die 10 der Schwerter. Wenn du aufhörst, darüber nachzudenken und nicht mehr immer da denkst, oh, das wird passieren, ich weiß nicht, ob das klappen wird und so weiter und so fort und es loslässt, dann klappt es meistens. Ja? Also versuche, aus diesem Gedankenkino auszusteigen. Und was ganz toll ist, ist diese Stadt im Hintergrund, die man sieht. Ne? Die Stadt ist so, ich werde da irgendwie hinreisen, wo die sind und das wird ganz toll sein. Ja? Also, oder sei hoffnungsvoll. Ich komme nach Moskau, aber komme dann in Quarantäne. Das könnte auch sein. Das so. Ist auch lustig. Ich habe was sehr Schönes gezogen. Ich habe nämlich heute Abend gefragt, habe ich wieder einen Tarotkurs, die Agora, gefragt, wie mache ich das besonders gut. Ich habe ein sehr schönes Bild gezogen, wie ich finde. Das ist eine Mischung aus der Königin der Kelche und aus der Hohepriesterin. Und ich glaube, das finde ich so hübsch, dass ich mir das heute gleich mal auf den Arbeitstisch stellen werde. Weil ich meine, Königin der Kelche und Hohepriesterin, kann es spiritueller sein. Ne? Sieht toll aus. Ich glaube, das wird heute eine gute Agora. Da geht es auch noch um die Göttin Lilith. Vielleicht ist das hier auch die Lilith, die wir da drauf sehen. Gefällt mir sehr gut. Ja, also es ist ein wirklich spannendes Deck, wie ich finde. Wie gefällt es euch? Gut. Mir auch, das. Am Rand halt auch, das steht, das ist jetzt nicht schwierig. Also man sieht auch, wenn man das hier so hält, nicht nur welche Nummer das ist, sondern hier oben hat man auch so Kästchen. Ja. Und man dann sieht, aha, das ist die 2, zweite Karte und Kelche. Und es macht in dem Fall auch oft nichts aus, ob das im Kopf steht, die Karte, oder andersrum ist, ne? Oder ob man sie von der Seite liest. Also man hat ganz, ganz viele Deutungsebenen, die wirklich Spaß machen. Und ich muss sagen, ich habe dieses Deck viel zu selten auf dem Tisch. Ich werde das jetzt wieder öfter benutzen, weil ich es wirklich ganz klasse finde. Das ist eine echt auch eine coole Angelegenheit. Ich weiß nicht genau, wie viel das Deck kostet. Ich werde den Link zum Kauf verlinken, wie üblich. Und dann könnt ihr ja selber gucken, was es kostet. Aber es ist definitiv eine Anschaffung wert. Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Es ist ein sehr schönes Deck und ich würde dem Deck so eine 8 von 10 wegen dem Karton. Stimmt, der Karton, der ist nicht so toll. Hoffen wir, dass er in der neuen Auflage besser ist. Ich gebe 9 Punkte, weil ich den Karton nicht so wichtig finde und die Kreativität dieser Karten wirklich ganz ausgezeichnet finde. Timmy, wie sieht es bei dir aus? Ich würde
So sagen auch 8. Eine 8. Ihr seid die Designertypen und wollt anständiges Design haben, das verstehe ich auch. Nicht nur. Nicht nur. Wir wollen auch das Spiel. Ja, Franz, es ist an der Zeit, die Abschlussworte zu sprechen. Okay. Okay, das war's noch für heute schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, hier oder dort könnt ihr abonnieren drücken, bitte. Das würde uns sehr weiterhelfen und es kostet euch nichts und ihr helft uns auch sehr weiter. Und dann bitte ein Like da lassen. Wenn euch etwas nicht gefallen hat oder wir etwas verbessern sollen, schreibt einen Kommentar und aktiviert die Glucke. Die Glucke. Die Glucke aus der Glucke. Die genau. Glocke und... Und habt einen tollen Sommer, weil wir werden jetzt im Sommer nicht so viele Videos drehen. Jetzt sind erstmal Ferien und wir sind dann im Herbst wieder dabei, ordentlich Decks zu rezensieren. Vielleicht auch schon vorher. Mal sehen, was die Zeit bringt. Tschüss. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.